das Video von Julian Bam, dann sind wir durch. Ehre, let's go. Ich erzähle euch die Geschichte, wie ich deine Mutter getroffen habe. Das war Sonntag von vor vielen Jahren. Ich war in Köln am Leben und hatte gerade Urlaub gegönnt. Julian, du bist doch schon längst entlassen, jetzt hau endlich ab. Du bist doch schon längst entlassen. Wer kennt's nicht, wenn man einfach zu lange im Gefängnis bleibt? Relatable. So lustig. So Alter, ey, ich glaube, es ist Mann. Hau doch mal ab hier von der Straße. Oh. Ah ja. Spinner. Ey, was bist du denn für ein Assi? Ah, Assi the Duck. Und so habe ich deine Mutter getroffen, Tim. Aber wie ich deine Mutter getroffen habe, Sally, das ist heftig. Ah, verschiedene Eltern. Nice. An der Stelle, Ju, wenn ich langsam mal für ein scheiß Videodreh von dir gefragt werde, wallah, ich verklag dich, ich mein's ernst. Zu Hause. Ey, was los? Credit per Apparat und Lea Marchea. Nice. Kann nur geil werden. Ey, wieso passt der Schlüssel nicht mehr? Das ist so richtig so. Gibt es ein Video, wo ich, meine Familie oder sonst wer aus meinem Umkreis, im direkten Umkreis, nicht diffamiert wird? Julian, mein Anwalt, sammelt weiter. Und jedes einzige Mal, wenn irgendwas kommt, wächst nur die Schmerzensgeldsumme. Steh mich nicht falsch, du. Aber ich will dich in den Bankrott treiben, du Affe. Entschuldigung? Entschuldigung angenommen. Sehr lustig. Was ist denn mein Crib passiert? Da war ich 12 Jahre weg und alles anders. Hallo? Kann ich irgendwie weiterhelfen? Sag mal, wo ist denn meine Pfandflaschensammlung hin? Ja, meine Pfandflaschen. Cool. Kommt da noch was? Nein, wieso? Können Sie dann jetzt bitte meine Wohnung verlassen? Das ist so. Gut, noch was? Mein Gott, Alter, ich schwöre, Fernsehhumor funktioniert halt wirklich so, Junge. Ich bin hier doch Mieter, ich zahle doch Miete. Ich habe den Mietvertrag, habe ich immer hier griffbereit. Hier, sehen Sie mal. Okay, Ehrenmann. Du darfst bleiben, bis du was Neues hast. Dieser Allmann, Junge. Das ist wirklich der Allmann, der bei jedem Menschen nebenan in der Wohnung wohnt. Genau so einer. Beruhig dich, Günther. Ist nur ein Störenfried. Mit dem wirst du schon fertig. Du warst auch schon zweimal beim Aikido. Komm, ich zeig dir die anderen. Jungs! Die anderen? Das Ding ist halt, Kelly geht am Wochenende wirklich so feiern. Also die spielt halt nicht meine Rolle. Die sieht halt einfach wirklich so aus und verhält sich auch genauso. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Bruder Juan Bar mit seinem Bandana. Knarren verkleidet als gelbe Banana. Tattoos gestochen im Knast mit der Gabel. Kennt alle Pokémons von seinem Namen. Schwester Babushka. Thick. Hey, toter Mutter. Haare gestarbt mit einem Block Butter. Sie nur hier für einen deutschen Pass. Doch schwierig, weil schon 12 Kinder hat. Ah, ja. So, Günther, du bist dran. Stell mich vor. Frank! Alter, was für Frank! Ich heiße Julian! Jesus Maria! Fühlt man sich eigentlich nicht behindert, wenn man sowas dreht? Jetzt, wo wir alle aus dem Knast frei sind, eine Runde! Feuer! Wir sind wie eine kleine Familie, wir! So wohnen! Kelly, Alter, brichst ja wirklich so. Gesellschaftstechnisch! Wo
Auf keinen Fall! Das ging ja schnell. Ey, unsere Nachbarin ist voll geil. Da muss ich leider enttäuschen. Die ist nämlich vergeben. Ja und? Ist das stark? Ey, geile! Versteckt euch, Alter! Oh nein, jetzt kommt die Nachbarin. Alter, Junge, Junge, Junge. Da ist doch, da geht dir doch wirklich, das Gehirn bei flöten. Kannst du mir nicht erzählen. Hallo, geht's noch? Hey, Phil Laude, den kennen wir. Wieso rufen Sie jeden Sonntag um 20.17 Uhr meiner Ehefrau hinterher? Da läuft Tatort. Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Das war ich gar nicht. Das war. Die sind zu gut versteckt. Wissen Sie was? Das wird mir alles langsam zu bunt. Dann schauen Sie eben mit Brigitte Desperate Housewives. Scheidungspapiere sind raus. Das war einfach. Ring. Den gebe ich der nächste Frau, der durch die Tür kommt. Und dann habe ich eine Ehefrau. Und auch das ist 1:1 das Verhalten von Kelly, wenn sie feiern geht. Kelly, irgendwann finden wir für dich einen Kerl. Nur die Ruhe. Du hast noch Zeit, bis du 35 bist. Danach wird's echt kritisch. Ich habe gebastelt für dich. Mit Liebe. Hier. Danke. Babuschka, mach Platz, da will jemand rein. Hallo, ich bin's, die Geile. Die Geile. Fuck, Mann, ich weiß nicht, ob ich mir das bis zum Ende angucken kann, Alter. Ohne, dass ich hier komplett behindert werde. Ah, das ist Anise Duck 2. Die sieht genauso aus, ist es aber nicht. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Wer ist denn dieser sympathische Kerl, der mir solche tollen Komplimente entgegenwirft? Hier mich. Hier ich. Wer, du? Nein, er. Wer ist er? Mich bin er. Na du? Jesus und Maria, das funktionierte. Oh. Ey, du Geile. Oh. Heilige Mariachi. Fuego. Komm, ich stelle dich ein auf 3 Euro Menü. Ja, moin. Ja, moin, Alter. Und so hab ich Mutter von deinem Cousin getroffen. Aber hör zu, denn Geschichte geht jetzt erst richtig los. Max, Top-Rolle, wirklich. Julian, willst du in mir auf mir gehen? Bro, willst du in mir gehen? Klingt komplett krank. Und ich kann dir sagen, dass du danach nicht mehr so aussiehst, wie du jetzt aussiehst, Kelly. Frag sowas einen Mann niemals, Alter, wirklich. Du bist scharf wie ein Fleischmesser. Nein. Ich hab's. Beides. Noch in meiner Wohnung bleiben. Bier ist scheiße, geht durch den Magen. Das heißt, wenn ich meinen Fisch serviere, dann wird er mich lieben. Sag mal, kannst du das nicht irgendwie am Tisch vielleicht machen? Was für Tisch? Ach, du meinst Juanpas Bett. Ey, ratet mal, wer in der Stadt ist. Ey, mein Onkel. Alter, ist das behindert. Noch einer von denen. Onkel J.
Django, Sohn von Dönerkartell. Mach mit falschem Kalbfleisch Fett Falschgeld. Chicks wollen sich mit meinen Barthaaren paaren. Akku 1% seit einigen Tagen. Stark, Bro. Stark, Mann. Stark. Ich zeig Onkel kurz sein Zimmer, wa? Julian, warte. Ich hab dir Essen gemacht. Sag mal, Julian, was hältst du davon? Du und ich 3 Monate auf einem Boot. Onkel, Neffe. Cool. Ciao, ich bin 3 Monate segeln, ihr Loser. Onkel, warum hast du eigentlich so viele Bananenkisten an Bord? Ach, Julian, das sind keine Bananen. Schenkes, Alter. Fuck, die wollen! Hey, dieser Handlungsstrang ich macht zero nicht, Sinn. Ich meine große Liebe gestehen soll. Sie wissen nicht, wie Sie Ihrem Schwarm Ihre große Liebe gestehen sollen? Woher weiß er das? Fragen Sie sich gerade, woher ich das weiß? Warum redet er mit mir? Schwarze Magie! Du dich auf. Ist mein Hobby. Du dreckiger, hässlicher, grässlicher, schrecklicher, speckiger, fettiger, mit Messer stechender Bastard. Ach ja, ich habe auch etwas zu sagen. Guacamole, Agua Despacito, Tortilla, Taco e Burrito. Hör auf, Don Juan, bann nicht auf. An der Stelle bräuchte ich mal ganz kurz Leo, der das für mich übersetzt. TV Gringo, Fajitas con Pollo de Puerto Rico. Ich hätte echt da einen Vorschlag, da ihr jetzt nur noch zu zweit seid und nicht wirklich miteinander auskommt. Vielleicht wird es Zeit, dass sich jeder von euch eine eigene Wohnung sucht. Ich bin's wieder da. Aber ich dachte, du bist mit deinem Onkel zu dieser 3-monatigen Bootstour aufgebrochen. Alter, Leute, ich bin das hier raus. Das war gerade mal gestern. Ich schwöre, ich merke gerade einfach, wie mein Gehirn sich komplett aufweicht, Alter. Rot gefressen von einem Salzwasserkrokodil. Scheiße, Mann. Ein Hai? Hallo. Was ist Weihnachten? Ich finde, wir sollten einen Weihnachtsbaum kaufen und ihn schmücken. Ja. Ah, ich hasse Weihnachten. Kelly, das war, wie immer, ein Korb. Aber ich liebe euch. Absolutchen in der Nacht. Kelly hat wirklich so einen Arsch, ja. Sieht doch schön aus. Tradition kann beginnen. Bürger! Und El Gasolina! Freunde, wie wär's, wenn wir zu Weihnachten, zum Fest der Liebe und Gemeinsamkeit, gemeinsam rausgehen ins Kino? Perfekt. Auf deinen Nacken? Ja, Nacken, von mir aus. Ja, auf deinen Nacken! Alter, Leute, ich verstehe halt den Inhalt dieses Videos gar nicht. Ich kann mich auch einfach auf die Treppe setzen. Der Film wird Blockbusters. Oh, Alter. Ey, Juanpa, du musst gucken. Ich spiele doch gerade App. Ich bin der Monsieur Pete. Das gibt's im Apple Store und der Play Store. Steht in der Videobeschreibung. Ich weiß es, ich hab's gezeichnet. Perfekt. Gib uns dein Popcorn! Und dass ihr sie bis hierhin gesehen habt, zeigt, dass ihr einen guten Geschmack habt. Aber perfekt. Ju, ich hab's bis hierhin geskippt. Ich bin damit raus.